Also der interreligiöse Dialog ist ein Anliegen, das auch von der katholischen Kirche befürwortet wird, konkret seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der Grundgedanke ist ein leicht nachvollziehbarer. Wenn man miteinander spricht, wenn man sich verständigt, wenn man sich austauscht, dann schießt man nicht aufeinander. Das heißt, auf diese Art und Weise wird Feindschaft, wird Hass, wird Ablehnung verhindert. Kein vernünftiger Mensch kann gegen ein Gespräch mit Andersdenkenden sein. Dadurch kann man ja nur bereichert werden. Allerdings hat die Erfahrung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass die Christen, die Theologen, aber auch generell die Menschen in der westlichen Welt für den Dialog mit Menschen aus anderen Kulturen nur unzureichend vorbereitet sind. Das Grundproblem, was etwa in Gesprächen mit Muslimen überhaupt nicht bedacht wird, ist, dass in der islamischen Kultur, wie überhaupt in der orientalischen Kultur, ist in einem größeren Maßstab gesagt, dass es verpönt ist, die eigene Tradition, dass es den eigenen Kontext, die eigene Herkunft, sag mal, die eigene Sippe, die eigene Nation zu kritisieren oder in irgendeiner Form schlecht zu machen. Das ist auch so bei orientalischen Christen, selbst bei orthodoxen Christen ist es verpönt, eben die eigene Kirche, die eigene Gemeinschaft in irgendeiner Weise in ein schlechtes Licht zu rücken. Unsere Kultur ist dagegen davon geprägt, dass wir fremde Kulturen grundsätzlich erst einmal bejahen. Alles andere gilt ja als rassistisch bzw. als ethnozentrisch, also als eine Haltung, die sehr stark verpönt ist, auch mit guten Gründen natürlich verpönt ist durch die Vergangenheit des Kolonialismus und Imperialismus und gleichzeitig herkommend von der Aufklärung, aber auch dann der 68er-Bewegung gegenüber der eigenen Kultur, der eigenen Tradition extrem kritisch sind. Es kommt also eine Asymmetrie zum Vorschein. Der Muslim verteidigt seine islamische Tradition, der Christ umgekehrt verteidigt die islamische und kritisiert die christliche. Auf die Art und Weise fühlt sich dann der Muslim in seinen Vorurteilen gegenüber dem Christentum bestätigt und der Christ kann eigentlich aus den Gesprächen auch nichts Positives mitnehmen. Also es müsste eine gemeinsame Ebene gefunden werden. Es müsste eine Gesprächsschulung geben. Es müsste sozusagen von vornherein der Verstehenshorizont viel stärker in Betracht gezogen werden, als das heute in der Regel der Fall ist. Die vielen Dialogforen müssten also einer Schulung unterzogen werden. Und das muss man dann natürlich auch gegebenenfalls das eine oder andere Forum, naja, vielleicht nicht auflösen, aber doch zumindest einer kritischen Durchsicht unterziehen, bevor man es weiterführt.